Also, noch einen Schluck Wasser? Ja, ich hab mein eigenes Wasser. Ja. Wie war die Tour für dich? Schön? Die schön. Eigentlich einfach, wie war's? Spannend. Es war nicht so extrem wie beim letzten Mal. Also, ja, es war ganz gut zum Laufen. Also, es war schon ein ganz schöner Anstieg da hoch. Das und wir hatten auch diesmal auch nicht so viele Höhenmeter. War gut. Und diesmal sind wir auch länger unterwegs gewesen und gutes Material zusammengesammelt. Wer uns verfolgt hat auf Instagram, der wird gesehen haben, dass wir einige Spots dieses Mal gesehen haben. Nicht nur einen Spot wie letztes Mal. Wenn du unser letztes Video nicht kennst, dann klick mal weiter runter in die Playlist. Da ist das Video drin. Und heute ist es sozusagen kein Nachfolger oder keine Fortsetzung, sondern einfach nur ein neues Video, aber wieder zu einer Tour von uns. Diese Tour war ganz anders als die letzte. Letztes Mal waren wir am Luthersee zur Mondfinsternis und jetzt waren wir bei der Rheinschlucht, wir waren am Kaumasee und. Wo wir waren, das wollen wir jetzt mit euch besprechen und wir reagieren sozusagen nochmal rückblickend auf unsere Stories. Also wir haben es noch nicht selber gesehen? Wir haben es selbst noch nicht gesehen, wir haben es so gedreht wir und haben halt ein, zwei Sachen, du musst den mit mehr Ohrenschmalz nehmen. Ja, ich merke es schon. Du musst den nehmen. Warte mal, du hast rechts, ich habe rechts, das funktioniert doch gar nicht. Achso, das geht, ja, das geht nicht, ich muss. Nimm du doch links und ich nehme rechts. Ja, gut, okay, im Fall. So, ja, da kommt der Schweizer wieder durch. Ah, okay. So, mal gucken, ob das geht. Hör ich was? Hallo? Einfach ein bisschen, da fällt mein Handy wieder um. Das ist halt gut. Ja. Du musst noch ein Stativ hinstellen. Ja, ich brauche noch ein Stativ. Ja, und das hier. Wie war aussehen wie das andere? So, einmal umgefallen, ja. Sehr schön. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Da kam doch gleich irgend so eine. Irgendjemand kam dort vorbei, oder? Wir sind abgebogen. Wir hatten ja alles zugemacht. Ja. Du kannst bei dir zumachen. Ja, achso, und jetzt ist zu, ja, alles klar. Ja, okay, das Thema mit der Klimaanlage war schon wieder. Klimaanlage, das war schwierig. Ja, ich bin da empfindlich, weißt du doch, mit Kälte und Wärme. So. Oh. Wie das ist. Ja. Ich hätte mir eine bessere Handyhalterung kaufen müssen, oder überhaupt eine. Ja. Das könntest du dir mal oder mit so einem Saugnapf zumindest, oder einfach. Nicht besser. Mhm. Im Fall. Irgendeine Halterung. Ja. Im Fall nicht besser. Und du machst es immer runter, ja, zur Klima. So, da wird genullt, ja, damit die Kilometer abgerechnet werden. Da ist eine Rechnung gestellt. Ja, wir haben in der Schweiz auch noch was eingeholt. Müsli-Riegel haben wir keine geholt. Also hier, ja, in Deutschland nicht mehr. Müsli-Riegel haben wir keine geholt. Mit dem Handy, mit dem Kind hinten drauf, wow, das ist so geil. Ja, das war lustig. Also die Muttis von heutzutage auf dem Fahrrad, Kind hinten drauf, Telefon in der Hand, am besten noch die Bierflasche oder so in der anderen. Die Bierflasche zum Kinderwagen. Genau. Na, ganz wichtig, ja. Das habe ich auch gebraucht. So, Vogel, geh weg. Ja gut, es gibt ein paar Dinge, die sollte man vielleicht nicht unbedingt sagen. Ich glaube, das werde ich doch piepen müssen, oder? Also. Könnte man machen. Kommt der Piep? Nein, wir nicht da. Nee. Egal, wir lassen nur Mucke laufen die ganze Zeit. Okay. Boah, das war aber knapp. Ja, das Navi haben wir übrigens nicht gebraucht, weil ich wusste, wo es hingeht. Dann war ich bemüht, mal so ein bisschen was an Timelapse zu machen auf dem Weg. Also eine Timelapse ging ganz gut hier, schau mal. Ja, das war dann schon. Also ich fand die schon ziemlich gut, aber ich musste die ganze Zeit festhalten mit dem Telefon, weil ich hatte keinen Saugnapf dabei oder irgendeine Vorrichtung, die dann das Telefon an der Scheibe hält. Egal, auf jeden Fall waren wir hier schon ein paar Meter höher. Ja, das waren dann schon knapp 1200 ungefähr. Ja. Also das ist so die Richtung St. Antönien. Dann ging es los. Ja. Genau. Das erste Problem war natürlich dann gleich das Parken. Ah, genau, das haben ja, wir fast vergessen. Ja, das hätten wir fast vergessen. Das war ja, hier gibt es ja schon die erste Story, wo wir dann runterlaufen.
Ich glaube, vielleicht können wir das hier wechseln. Ja, da lag noch ein Hund. Ja. Also das übliche Problem, wir haben kein Kleingeld für den Parkautomat. Das ist ja ein bisschen schwierig. Mhm. Ihr braucht 6 Franken für das Tagesticket. Franken. Und wir haben gerade 5 Franken 20. Zusammengekratzt. Ich sage, Leben in der Lage. Ja. In der Lage. So. Ja, aber jetzt guck mal, egal. Was der Automat sagt. Was der Automat sagt. Bitte durch den Automat, bitte mich. Ja, und dann waren wir da, hatten ein Parkticket und mussten noch umpacken, ja, weil wir noch, was brauchten wir? Wir brauchten das Zelt, die Schlafsäcke, die Isomatten, noch reine Isomatte, wir brauchten das Proviant. Also es war schon nicht so einfach, wir mussten da nochmal schauen, was lassen wir im Auto, was nehmen wir mit? Genügend Wasser, die Stöcke, Bekleidung, einfach so, weil eben temperaturmäßig ist es da ein bisschen anders wie jetzt hier in den Tälern. Mit 30 Grad muss man da oben nicht rechnen. Ja. Allerdings ist halt schon extrem mit der Sonneneinstrahlung. Also Sonnencreme, wer mal in die Berge geht oder wer es kennt, ganz klar, an. Pflicht. Wir hatten keine dabei, wir sind aber auch nicht dran umgekommen. Also von dem her, wir waren schon ein bisschen vorgebräunt. Also mein Gesicht war schon ganz schön am Spannen. Und der Nacken? Also abends, das war schon alles ein bisschen ekelhaft. Ja. Also roter Nacken, weißer Hals, okay. Mhm. Ja, so ist es, aber du musst wissen, wenn du dort, wie gesagt, hochgehst, brauchst du nicht nur Zahncreme ist wichtig, Sonnencreme und du musst auch wissen, wo du zelten darfst, weil du nicht überall zelten darfst in der Schweiz, denn da gibt es auch Regeln, ja, in der Schweiz. Man muss sich da mal ein bisschen belesen, es gibt ein sogenanntes Jedermannsrecht. Ob das jetzt nur in der Schweiz gilt, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist es so beschrieben, dass man quasi ab einer Höhe, Meeresspiegelhöhe gerechnet über 2000 Meter, zelten darf, quasi wo man möchte. Ja. Wer das Risiko nicht eingehen möchte oder sagt, ja, okay, bin mir nicht sicher, der kann durchaus auf den entsprechenden Ämtern in den Gemeinden mal anfragen, okay, ich möchte gerne auf den Berg hochwandern, ich bleibe eine Nacht oder zwei, da werden ja keine Partys veranstaltet oder so, der kann sich da durchaus gerne erkundigen. Und bei uns war es relativ entspannt. Ja, dann mussten wir erstmal zusammenpacken. Ja, wir hatten eine ganze Menge hier zu tun. Es war nicht so einfach. Ja. Also wir nehmen auf jeden Fall das Zelt mit. Wir nehmen auf jeden Fall das Zelt mit. Genau. Die würde ich sagen. Isomatten. Brot. Ah, Brot, genau. Ein neues Besteck. Mammutrucksack, mein Besteck, ein Hoch. Oh, das Brot war legendär. Ich fand am Abend das Brot richtig geil. Auch am Abend, als es dunkel war, dieses Brot noch zu naschen, das war ganz geil. Und das Besteck. Besteck, wir haben das Besteck gratis entwendet mitgenommen. Bekommen. Das Lustige ist, Silvio geht ja meistens immer die Sachen 5 oder 6 oder 7 oder 8 Mal durch zu Hause, bevor es losgeht. Mhm. Ich habe dann aber auch nicht dran gedacht, dass er kein Besteck dabei hat. Wichtig ist eben bei so einer Tour, idealerweise eine Liste machen, ob ihr jetzt mit, ich weiß nicht, Fotoequipment hochgeht oder einfach zum Wandern oder einfach mal einen Tagesausflug. Immer an alles denken, weil wenn man was nicht dabei hat, dann ärgert man sich und lieber mal zu viel geschleppt als zu wenig. Plastik? Ja, ich hab's vergessen. Ein Hoch auf Plastik, genau. Unser Wasser müssen wir auffüllen, die Wasser, genau. Lampe was hat man dabei? Nehmen wir mit, ja, genau. Nehmen wir mit, okay. Mhm. Fotoequipment und dann geht's auch schon los, würde ich sagen. Und zum Equipment selber, also da nochmal ein Tipp. Ganz wichtig ist, Powerbank dabei haben. Ja, dann natürlich ganz wichtig noch für die Notdurft, Toilettenpapier. Legendär. Toilettenpapier, schau mal rein. Was gibt's denn da zu klötzen? Ja. Also die ganze Rolle mitzunehmen wäre natürlich ein bisschen mühselig, weil das auch wieder Volumen und Platz ist. Mach den Rest mal noch parat. Was? Die Äpfel nehmen wir so mit? Ja, die Äpfel nehmen wir so auf den Weg mit. Würde ich sagen. Genau, Äpfel hatten wir dabei. Also es gab viel zu viel zu beobachten. Roll mal so eine Klorolle ab. Scheiß auf Ronny. Die Klorolle ist ja eigentlich so groß und du wickelst es aber so klein auf. Das heißt, du hast immer, das passt nicht ganz vom Rollen. Mhm. Wer sich damit auskennt vielleicht. Ne? Also. Ja. Geht's oder brauchst du einen Beutel? Hast du einen Beutel? Mehr? Ja, ich weiß nicht, wie viel du aufs Klo musst. Der Scheiß aus Ronny. Okay. Als ob ich es gelernt hätte. Ah, im Fall. Oh. Tja, das war der Punkt. So, das wird eingepackt. Der Rest bleibt hier. Der Rest bleibt hier, genau. So, wo waren wir denn da? Das war noch im Auto. Das ist noch im Auto, genau. Auf. Da ging noch der Rucksack von mir hoch und dann... Mhm. Ich glaube, ich würde das hier jetzt so ganz wichtig, aber so einen Rucksack, die Streben noch an der Hüfte zu machen. Und dann nehmen wir noch das Stativ. Also an alle Fotografen, ihr braucht unbedingt ein Stativ draußen. In der Landschaftsfotografie unbedingt, nein, braucht ihr nicht. Brauchst kein Stativ. Ich nehme es mit für die Milchstraßenfotos heute Nacht, ansonsten brauche ich es gar nicht.
Aber ihr wisst, wie es ist, lieber haben als brauchen. In diesem Sinne? Genau. So war es auch. Also ich musste jetzt tatsächlich nur für dieses eine Foto mitnehmen. Aber es hat sich gelohnt. Also das Bild ist... Ja, aber die Kamera halten, das ist Quatsch. Also das muss man wirklich fest in den Untergrund und das funktioniert dann auch super. Ach, das Thema mit dem Deckel. Wo ich mich jetzt zum Affen mache. Ganz toll. Wirklich. Voll gepackt. Reiß mir die Hose. Scheibe. Deswegen so ein Deckel. Hast du den Dreck abgemacht? Ja, oben, weißt du, oben, ja, da ist kein Dreck. Welchen Dreck? Oh. Welchen Dreck? Ich verstehe die Frage nicht. Noch, kann das hier noch rein? Das kann doch hier noch rein. Ah ja. Ja. Schau mal. Schwierig, das mal packen. Ich meinte den Dreck unterhalb, nicht oberhalb. Ich habe auch diesmal zu dem Thema Brille, Sonnenbrille in den Bergen. Die Sonneneinstrahlung ist natürlich ein bisschen... Die ist nicht stärker, einfach die UV-Belastung ist dort höher. Mhm. Und das Licht ist auch ein bisschen anders. Also der Himmel ist ganz klar blau und die Luft ist auch natürlich klar dünner, reiner dort oben, auch vom Atmen her. Ich habe mir diesmal extra eine Sonnenbrille mitgenommen, die quasi die Augen hier auf der Seite noch abdeckt. Weiß nicht, ob dir sowas stehen würde. Viele haben das auf beim Wandern, einfach damit nicht zu viel Seitenlicht reinkommt. Viele finden das unangenehm. Ich fand es ganz gut. Wie gesagt, wer es kennt, mit der Sonnenbrille. Kannst du machen. So dann gab es noch Äpfel zum Wandern und dann ging es los. Und dann, da kommt also, die nächste Story dann zum... Bitte anhalten. Wie lange laufen wir, Matthias? Eine Stunde. Wie lange? Halbe Stunde. Eine halbe Stunde laufen wir jetzt. Also wir liefen eine halbe Stunde. Sind so gefühlt im... War mit total K.O. Im Eimer wie nach 3 Stunden. Also ich glaube, wir merken total, dass wir für Höhentrips nicht trainiert sind. Also wir sind zwar noch gut in Form, aber ja, wir hätten das vielleicht noch anders üben müssen vorher. Aber ihr wisst, wie das ist. Wenn du ein Ziel vor Augen hast, dann willst du das machen, dann willst du das umsetzen. Nutzt alles nichts, nutzt alles nichts. Also wir haben noch ein paar Meter auf jeden Fall vor uns. Aber ich hab schon keinen Bock mehr, ey. ich hatte keinen Bock mehr. So ein Dreck. Also ich freute mich sehr auf die Nacht oben und auf die Tour. Und so sehr wie ich mich freute, hatte ich auch keinen Bock mehr in diesem Moment, weil einfach alles so anstrengend war. Die Hitze knallte von hinten, von oben, von vorn, das Gepäck überall. Und es wird ja jedes Gramm, was du dabei hast, immer schwerer. Es zieht auch. Also ob das jetzt 5 oder 10 Kilo sind, das wird gefühlt immer schwerer. Genau. Ja, dann hast du auch wunderschöne kleine Quellen, also so Stellen zum Erfrischen mit Frischwasser. Das mag ich immer. Das sieht ganz gut aus. Ja. Das ist schön. Und glasklar. Glasklar, also kein Vergleich. Kein Vergleich zu dem, was ich kenne oder was wir kennen. Ja. So, was ist das denn? Naja, hier oben, da gab es dann diesen Weg. Das war ja Straße. Daher auch die doch deutlich vielen Touristen. Weil eben alles wunderbar erschlossen ist. Hier gehe ich auch wie ein Profi. Wie ein Vollprofi. Ja. Und immer aus dem Hintern raus drücken. Ja. Genau. Ja, und da waren wir oben. Ich hatte das Holz in der Hand. Du hattest den Rest und dann ging es zum See. Hier war der See, da stand sogar eine Rolle oben, das hätte ich gar nicht gesehen. Ja. Okay. Italienische Nummer irgendwie so. Okay. Und da sehen wir schon was. Da ist der Partnersee, genau, ja. Ja, wunderbar. Also, das war echt, es war ein Bild für die Götter dort oben, dieser wunderschöne, klare See und in Trinkwasserqualität, ja. Du konntest das Wasser rausnehmen und sofort trinken oder zum Kochen verwenden, was auch immer. Also, einfach nur ein Träumchen. Sowas kenne ich, wie gesagt, nicht. So, wir sind jetzt endlich angekommen. Es ging dann am Ende ein bisschen besser, aber schaut euch das Blick an. Das haben wir dann morgen früh. Wenn wir das Zelt aufmachen, morgen früh zum Zelt rausschauen. Dann dürfen wir diese Aussicht genießen. Oder Matthias. Was klatschen wir denn? Ich war ein bisschen verschwitzt. Klatschnass. Meine Güte. Im Fall ist ganz schön nass. Im Fall ist ganz schön. Mal schauen, wir wollen heute auf jeden Fall das Zelt aufbauen, genau. Und hier darf man sogar ein bisschen Feuer machen. Das heißt, wir werden heute eine kleine Feuerstelle für uns aussuchen, die sicher ist. Und hier hat es einige offizielle Stellen, da werden wir dann noch ein tolles Feuer machen und ja, den Abend ein bisschen ausklingen lassen. Jetzt werden wir erstmal das Zelt aufbauen und ich hoffe, wir haben alles dabei. Ihr wisst ja, wie das ist bei so einer Tour. Genau, und da wird er gerne was vergessen, wie zum Beispiel Besteck. Oder. Zum Beispiel. Oder schlechte Heringe. Aber der Spot war wirklich genial. Ja? Der Spot war richtig genial. Also mit dem Zelt,
das Pärchen, die zwei Pärchen, die neben uns waren, die hatten auch einen guten Spot, weil sie gut windgeschützt waren mit den Zelten. Mhm. Aber die waren schon hinter dieser Wiesenhügel. Wir hatten ja so eine leichte Anhöhe, Luftlinie, zu denen waren es ein paar Meter weg, aber man hat sie jetzt nicht unbedingt gehört. Aber wir waren doch aufgrund der Höhe optimal gelegen für die Fotos. Ja. Also, wir sind jetzt im Zelt. Wir haben jetzt den Wecker auf 11:30 gestellt. 11:30. Ja. Zum Milchstraßenfotos machen. Wir haben jetzt schon Fotos im Kasten vom Zelt, wie es beleuchtet ist, hier am See. Und wir versuchen uns im Feuer machen und haben es nicht hinbekommen. So ist es eben, wenn die Städter dann mal rausgehen. Ja. Egal, andere haben es ja gemacht, die noch hier nebenan irgendwo schlafen. Wir werden uns jetzt mal eine Stunde hinlegen und dann gegen 11:30, wie gesagt, aufstehen und bei unser Glück mit Milchstraßenfotos versuchen. Und ja, ich würde sagen, wir entspannen uns einfach noch ein bisschen bis dahin, Matthias, oder? Mach mal. Im Fall machen wir das. Also bis später. Sieht aus wie Reinhold Messen. So. Silvio, was machst du jetzt genau? Was? Was machst du jetzt genau? Wir bauen wieder ab. Weil es morgen früh um 5 Uhr hier regnen soll. Ja. Und das ist noch vor der Sonnenaufgangszeit. Das heißt, wir hätten zum Sonnenaufgang sowieso keine Sonne. Und wir bauen jetzt hier ab, weil unsere Sachen nicht so wasserdicht sind, wie sie vielleicht sein sollten. Wir bauen jetzt ab und werden aber trotzdem morgen früh Fotos machen, nur nicht hier oben. Schlechtes Equipment. Das war 0 Uhr. Ne? 0 Uhr. Legendär. Also ich hatte schon ein bisschen Angst davor, weil ich hatte Angst, dass wir einfach was vergessen. Dass wir oben abbauen und wichtige Dinge vergessen und dann im Nachhinein feststellen, dann hätten wir mal besser geguckt oder wären doch oben geblieben. Ja, gute Stirnlampe ist wichtig und wir hatten noch so eine, ja, so eine Hängelampe, das ist eine Campinglampe, aber die ist saumäßig hell, ja, hatten wir noch dabei. Also wirklich, wenn man dann nachts irgendwo irgendwas abbrechen oder aufbauen muss, wenn man spät ankommt, kann es auch sein, gutes Licht dabei zu haben. Also Stirnlampen sind hier ein Must-Have. Mhm. Und wie gesagt, wenn man Stirnlampen hat, wenn ihr Stirnlampen habt, die aufladbar sind, also deine ist auch, ne, mit so einem kleinen USB aufladbar, also ist das immer von Vorteil. Deswegen nochmal zum Thema Powerbank mitnehmen. Die wiegt zwar ein bisschen was, aber da oben hat man keinen Strom. Da hing mir der Schlafsack wieder sonst wo. Da war das schon, ja, da war das schon ziemlich tief. Güte. Da hing ja später dann auch noch tiefer, ja. Tja. Also eine richtig schöne Nachtwanderung. Hast du da was gesucht? Ja, wir haben doch hier diese zwei Augen gesehen. Da ist entweder was Lux. Also wir vermuten, es war, ob es ein Lux war, wir wissen, keine Ahnung mehr. Also eine Katze ist ein bisschen unwahrscheinlich, dass da oben eine Katze rumrennt, weil das war dann doch ein bisschen weiter weg für die Wohnhäuser oder das Restaurant, was weiter unten war. Wir vermuten, aufgrund der Größe und ja, das könnte ein Luchs gewesen sein. Ja. Das war ein deutlich größerer Kopf. Als Katzen sind schon kleiner. Also auch vom Kopf und von den Augen her dachte ich, das ist jetzt keine Katze. Ja. Aber gut, kann auch was ganz anderes gewesen sein. Okay. 2:30 war mir im Bett. Haben wir dann irgendwann die Augen zugemacht. Ja. Oh, ich war so müde. Ich war so K.O. Ja. Ja, und dann. Man sieht's. Guten Morgen, alle zusammen. Wie ein Junkie. So sieht's aus nach ein paar Stunden Schlaf, nachdem wir das Zelt mitten in der Nacht abgebrochen haben. Leicht nasal. Ja. Und jetzt draußen Regen haben. Ja. Wie wir es dachten, es regnet. Also alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Wir können es ein bisschen sehen. Aber schon, ja. Es regnet. Das heißt für uns, alles richtig gemacht. Da liegt noch einer. Das bin ich. Versuchen gemacht zu werden. Und dann geht's weiter. Okay. Da gab es noch eine Kochanleitung. Porridge und ganz wichtig bei Porridge ist, ich zeige euch das mal hier. Erst ein bisschen weniger Wasser rein, nicht zu viel Wasser. Es gibt nichts Schlimmeres als ein zu dünnes Porridge. Das heißt, es sieht aus wie Sand. Spielsand. Gut rühren. Also wir haben das jetzt mit Wasser gemacht. Gut rühren. Aber mit Wasser schmeckt mir das auch schon ganz gut. Ja, es war sehr lecker. Also mit Wasser war wunderbar lecker. Also ich fand das. Ich hätte da keine Milch gebraucht. Ja, ich auch nicht. Also du kannst mit Milch. Mit Milch hat es noch mehr Geschmack, weil Fett drin ist als Geschmacksträger. Aber so mit den Früchten war wunderbar, war auch süß genug mit dem Fruchtzucker. Also sättigt. Das macht unwahrscheinlich gut satt und du brauchst jetzt nicht mega viel. Wir waren dann auf dem Weg zur Rheinschlucht. Rheinschlucht. Genau. Mhm. Und auf dem Weg hin sind wir gleich mal zum Rhein auch ran. Mhm.
Dort war eine Anlegestelle für Boote, für Kanutouren. Also Rafting, Kanutouren, genau. Kann man dort machen. Ah, okay. Ja, und dann waren wir an der Rheinschlucht, haben uns dann den Spot gesucht. Mhm. Also in der Rheinschlucht drin. Da kannst du auch mit der Bahn hinfahren, mit den Öffis. Von Deutschland aus auch direkt. Kannst du wunderbar dort mit dem Zug dann auch halten, ja. Steigst aus und bist da. Ja, und wir sind eben mit dem Auto hingefahren, sind dann die komplette Rheinschlucht einmal, also die halbe Rheinschlucht quasi reingefahren. Die halbe, ja. Halbe und sind dann runter wieder, die Serpentinen. Und dann sind wir dort unten lang gelaufen, ein bisschen spazieren gegangen, ein bisschen gescoutet, was wir so machen an Fotos. Und waren dann an einem Punkt, wo dann in der Rheinschlucht drinnen nochmal ein Felsen hochgeht. Mhm. Und dort ging es dann nochmal ordentlich mit dem Anstieg hinauf. Aber das war kein Problem, wir hatten da kein Gepäck groß dabei, außer Kamera, ein bisschen Proviant und Kamera. Ja, und das war ganz gut, genau. Ja. Dein Handy wäre fast abgeschmiert. Oh mein Gott, das wäre wirklich fast in die Hose gegangen. Ich habe das Handy positioniert, aufgestellt, um auch für mich ein Timelapse zu haben. Und Sibyl und ich, wir waren gerade beschäftigt noch mit irgendwelchen der Gegend rumgucken. Wir haben die Handys halt hingestellt. Also du deins auch, ich meins. Auf einmal knallt, ist mein Handy umgefallen. Auf der Holzkante, auf dem Geländer. Auf dem Geländer. Und lag zum Glück mit mehr als der Hälfte auf dem Geländer, sonst wäre das wirklich ins Tal runtergeflogen. Das geht ein paar hundert Meter runter und da kann man auch nicht runterklettern. Das funktioniert nicht. Das wäre weg gewesen. Definitiv. Was war das denn? Achso. Ach du Schreck. Das ist das erste Mal seit langem, dass ich mitten in einer Stadt hier übernachte. Also ich glaube, ihr könnt nicht erkennen, wo ich bin oder wo wir sind. Wir sind gerade privat untergekommen zum Schlafen, weil wir dort, wo wir schlafen wollten, nicht schlafen dürfen im Auto. Und dort hat es auch keine Campingplätze, sondern dort hat es nur normale Parkplätze. Und dort ist es verboten, mit dem Auto zu stehen, noch auf einem Parkplatz schlafen, beziehungsweise dort drin zu schlafen. Und in der Schweiz sind die Strafen sehr, sehr hoch. Und ich sehe aus wie ein Kiffer. Ja. Das muss, glaube ich, nicht sein. Deswegen haben wir es gelassen. Rot und wir hatten aber Kontakte über Matthias hier, noch zu einem ansässigen Pflegeheim. Und dort können wir quasi hier auf dem abgelegenen Parkplatz schlafen und haben dann morgen früh einen wunderbaren Platz zum Starten für den Sonnenaufgang. Einen wunderbaren Platz. Ich war total müde. Ich wollte noch hinlegen, weil wir sind ein bisschen müde und durch. Also passiert ja später. Ja, und das war dann neben dem... Ah ja, genau, jetzt kommt das Deckel da. Wir wollten noch was zu essen machen und... bist du da abgerutscht? Scheiße, da habe ich schon festgestellt, was los ist. Da wusste ich schon. Das sieht aus, als ob ein Schwein irgendwie dran rumgenagt hätte. Was ist denn das? Die hat einfach reingedrückt, die Löcher. Guck dir das mal an hier. Das ist doch ein Russenöffner. Ja, aber nur weil der Wärter Herr Hunger hatte, mussten wir uns dazu nötigen. Ich hatte Knast, Dose zu irgendwas essen. Ich konnte doch nicht immer hinlegen mit Hunger. Immer dasselbe. Ja, ich würde das jetzt. Ich würde das jetzt aufdrücken. Ja. Aufbiegen, aufdrücken. Ja. Genau. Und aufdrücken, dass wir ein größeres Loch haben. Wir müssen auch fressen. Wir Metallspäne fressen, das ist das Problem. Ey, ja, bieg das auf, genau. Ja. Das ist total scheiße hier, das Ding. Aber das ist scheiße. Aber es schmeckt. Schmeckt gut, natürlich. So. Ich schüttel dann, wenn es rauskommt. Wir können auch, guck mal, meine schönen. Um die Uhrzeit. Ja, Ronny war unser Running Gag. Ja, Ronny war auch dabei. Also wir grüßen alle Ronnys, das ist kein Hate. Nichts für ungut, nichts für ungut für den Namen, wir fanden das einfach spitze. Ja, also, wir würden auch keinen so heißen. Jetzt mal schnell zur Information. Die man so aufdrücken kann einfach. Zur Information kann. Für alle die mal solche Dosen mitnehmen, kauft euch welche, die man so öffnen kann mit Griff. Sonst wie wir. Das ist die Weisheit des Tages. Habt ihr die Arschkarte gezogen. Wie wir jetzt. Und wir standen immer noch vor der Dose. Ja. Dass man im dümmsten Fall. Im schlimmsten Fall Metall. Mit dem Essen. Guter Witz. Schlecht und umständlich. Ja. Die Ohren muss groß genug sein, dass die Ravioli schon. Schlecht und ungünstig. Ja, irgendwie so. Schlecht aussehen, aber so scharf gefressen aussehen.
Ja, das reicht schon mal. War schon ungeduldig, ne? Wegen dem Essen. Ich spul mal vor. Ja. So, spulen. Ja, super. Mhm. Warum wäre denn das nicht gegangen? Da war auch, da war ey, das ist alles raus. Da war alles weg. Zack. Nur die Hälfte. Das geht ja nicht. Mhm. Wir haben nur ein bisschen Wasser rein dann gemacht, ne? Kannst du aber rühren dann. Ey, ja. Ja, letztendlich haben wir dann dort wunderschön Ravioli gegessen. Und ja. Aus einem Pott, Bruder nicht geteilt. Mhm. Genau, und am Morgen ging es dann... 5 Uhr ging der Wecker. 5 Uhr ging der Wecker und dann ging es los. Sonnenaufgang. Mhm. So, und dann ging es los. Guten Morgen alle zusammen. Jetzt sind wir auf dem Weg zum letzten Spot. Hier ist der Mülleimer. Also Matthias, da hast du nichts rein. Der ist zu klein, okay. Also, der ist zu klein. Der Mülleimer ist zu klein. Noch einen geeigneten Mülleimer finden. Was ist das? Für die Dose. Ist das eine, ja? Wir hatten ja keinen Pfand drauf, die Bierdosen. So, also. So. Also, wie ihr seht, war ich nicht sehr gesprächig in dem Morgen. So, jetzt geht's zum Traumasee. Schlafmangel. Mhm. Ja. Mal sehen, ob das was wird, ob wir hier noch ankommen. Strom anstecken. Es sah gut aus auf jeden Fall an dem Morgen. Mhm. Genau. Ja, dann ging das schon los. Parkplatz gefunden. Ging recht gut. Mhm. 8 bis 19 Uhr, wir müssen gar nichts bezahlen. Yeah. Was hab ich gemacht? Was war das denn? Yeah. Was du hast dir ein bisschen beigelaufen. Yeah. Yeah. Echt? Okay, dann gehe ich abwärts. Ja, die Videos sind dann schon wichtig, ne? Mhm. Der rechte Weg. Das ist der normale Weg, der jetzt hier geführt wird. Genau. Ist der hier? Ja. Das ist der Touristen. Ich okay, bin zum See und fahre mit dem Bähnle runter. Mit dem Bähnle? Ja, das Kresslersee, Kaumersee. Der Zugang so zum drin. See ist verbahnt. Ohne Drohne. Du warst der Meinung, dass eine Drohne flog, ja? Das hat sich so angehört. Auf jeden Fall dieses dominante Summen. Mhm. Aber da ist doch viel zu früh. Ja, war zu früh. Wenn es eine war, dann war es zu früh. Es war noch weit vor dem Sonnenaufgang. Ich war halt kein so guter Fotograf wie du. Ja, weiß es nicht, wahrscheinlich. Es gibt ja nicht. Kann ja auch nicht jeder. Nee. Mal gucken, was er gibt. Ah, ja, wunderschön. Ah, wunderbar. Ah, guck, sag ich rein, ja. Ah, wunderschön. Wunderschön. Diese schöne Kaka muss so wieder hochlaufen. Hm? Okay. Ah, hier gab es nochmal den Ausblick zum See. Aha. Kurz reingezoomt. Von oben, den See siehst du schwierig, finde ich. Den sieht man nicht so gut ein. Weil der Wald so dicht ist, dass zumindest vom offiziellen Weg, wo der Parkplatz ist, wenig vom See zu sehen ist. Ja. Also dann doch erst unten. Also nur durch kleine Lichtungen durch sieht man den See. Also erst wenn du unten bist, siehst du wirklich alles. Ja. Ja, und dann waren wir fertig, genau, so eine halbe Stunde oder so knapp, ja. Das war der Rückweg. Und da ging es schon wieder hoch. Ja. Genau, da gab es einen Kaffee-Porridge. Und Rest Landjäger und ein bisschen Brot. Ja, da gab es ein bisschen Landjäger, ein bisschen Brot und vor allen Dingen ging es dann ganz entspannt, ging es dann weiter. Machst du ein Video? Machst du ein Video. Mhm. Was kommt denn da noch? Was haben wir denn da erzählt? Wir haben dort wunderbar gefrühstückt, also erstmal was getrunken. Und haben den Ausblick genossen. Es war auch herrlich dort, ja. Einfach dort in der Natur zu stehen und dort einen Kaffee zu trinken. Also, wenn du das noch nicht gemacht hast, mach das unbedingt. Hol dir so einen Campingkocher und geh mal raus und mach mal in der Natur, wo es erlaubt ist, dir morgens einen Kaffee. Das ist einfach wunderschön. Also, zu dieser frischen Luft am Morgen ist es echt, echt geil. Ja. Doch. Ja. Und so unterwegs ein Löffel? Ist das so milchig da oben? Das ist meine Folie. Handy. Das Brot läuft aus. Ja. Ja. Ja, nicht. Ich spiel nur in die Kanten rein. Das ist egal. Mach das dann. Du musst das wegpusten. Mach das dahin, noch ein bisschen eine Banane. Haben wir nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht. Egal. Das muss ja, jetzt genau. Irgendwie noch rein, ne? Und dann ging es, als wir dann, das war die letzte Story. Das war wieder zurück von Flims, also quasi aus dem Gebiet Flims, Kaumersee, zurück quasi Richtung... Zürich, genau. Richtung Deutschland, genau, wieder zurück. Genau. Ja. An einem Montag. An einem Montag. Wunderbar. Kein Reiseverkehr auf unserer Seite. Es
wollten alle zur Stadt rein zur Arbeit und wir wollten raus, um nach Deutschland zurückzufahren. Genau, wunderschön. Genau. Ja, also mir hat es mega gut gefallen. Ich fand, es war eine sehr schöne Tour. Mhm. Ja, kann man. Also ich fand es sehr gelungen und mach mal den Dreck ab. Ja, hier, was denn Dreck? Da. Da. Das ist deins. Dein Schmalz, mein Schmalz. Kannst du selber abwischen. Ja. Okay. Nee, war cool. Also war gut, oder? Hat Spaß gemacht. War gut. Was war? Wir sind gut miteinander ausgekommen. Ja, es ging so. Doch. Also ich habe jetzt nicht was... Nein, ich sage es nicht. Ich sage es einfach nicht. Wir hatten doch eine tolle Zeit. Dort tolle 3 Tage. Was war deine schönste Zeit dort oder deine schönsten Momente? Ich hatte mehrere schöne Momente. Also das eine war mal echt die Milchstraße so zu sehen, wie wenn man sie anfassen könnte aus was fast purer Nähe. Mit dem See da oben drin. Das andere war natürlich die Rheinschlucht. Die kenne ich persönlich auch schon, weil ich dort schon ein paar Mal mit dem Boot gefahren bin auf dem Wildwasser. Was war noch? Ja gut, der Kaumersee halt. Ne? Das ist ganz was Tolles gewesen. Also wirklich alle 3 Hauptspots. Und dann so diese Nebenfotos, die Silvio gemacht hat. Also wirklich, weil er fängt das auch mit dem Auge gleich an und sagt, okay, da müssen wir nachher nochmal vorbeifahren oder halt mal an. Hat gut funktioniert. Genau. Also wie der letzte Spot, wo wir dann losgefahren sind, Richtung Walensee, da hatten wir nochmal einen Spot auf diese Kapelle auf dem Berg. Und die haben wir von der Straße schon gesehen. Und genau. Da habe ich gesagt, das muss ich noch mitnehmen. Das sah so geil aus. Ist, genau. In dem Tal. St. Georgs Kapelle heißt das. Das ist die älteste Kapelle im Kanton St. Gallen. Also ich fand es auch richtig gelungen. Also dass wir die noch am Ende mitgenommen haben, so als letzten Punkt, letztes Highlight, fand ich sehr, sehr schön. Mhm. Und die Tour war auch recht cool. Und dass wir das so gemacht haben, erst auf den Berg zu gehen und danach das Entspannte am Ende, war auf jeden Fall die bessere Variante und das werden wir wahrscheinlich bei der nächsten Tour auch machen. Die nächste Tour ist nämlich auch schon in Planung beim nächsten Mal. Wenn ihr noch Tipps habt, dann schreibt uns gerne hier in die Kommentare. Da freuen wir uns natürlich wieder darüber. Und wenn ihr Ideen habt, wo wir mal hingehen könnten oder wenn ihr wissen wollt, was wir geplant haben, ja, schreibt uns gerne an. Wenn ihr Tipps haben wollt für euren Schweiz-Trip, schreibt auch gerne hier in die Kommentare, dann antworten wir darauf. Und in diesem Sinne... Genau, wir müssen wissen. Wir müssen wissen. Und da werden wir mal sehen, ob wir da weiterhelfen können. Wenn nicht, dann können wir nicht helfen, ist auch klar. Aber ja, wenn wir können, werden wir auf jeden Fall mal sehen, dass wir da was mit beitragen können, genau. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, war eine coole Zeit, war ein richtig cooler Trip. War und schön. Das muss wiederholt werden auf jeden Fall. Ja. Ist klar, es ist ja schon so fast die kleine Tradition geworden hier und daher könnt ihr euch auf jeden Fall freuen auf das, was noch kommt. Und ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen hier, abonniert diesen Kanal, ihr kennt das Spiel. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank Matthias, bitte, dass du mitgemacht hast als Local. War eine feine Sache und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Läuft die überhaupt? Läuft noch. Das wäre schlecht, wenn sie jetzt... Läuft noch. So, einmal Schmalz zurück, bitte. So. Schmalz zurück, also. Boah, es ist warm hier drin. Es ist mega warm, ja. Schwitzig anscheinend. Drin ist momentan. Also die, also es ist schon... Ist schon krass, so die Geräusche draußen in der Natur. Wir waren das letzte Mal vor 2 Jahren so richtig unterwegs mit Zelt, mit Übernachten und quasi auch von heute auf morgen raus in die Natur wieder zurück zu Back to the Roots gehen. Ja, aber es ist für mich doch jedes Mal ziemlich cool. Weiß nicht, Matthias, wie geht's dir? Bist du schon eingeschlafen? Ich bin noch nicht eingeschlafen. Okay. Sehr spannend, also auch den nahegelegenen Bach, den man da so hört, das leichte Wasserrauschen. Mhm. Schon interessant. Bin mal gespannt, was noch hier heute Abend wird mit der Milchstraße.